Bereit zu einem Gespräch, Commander? Ich bin bereit. Commander, es ist kein Geheimnis, dass der Ratssektor in letzter Zeit große Verluste durch die Reaper erlitten hat. Und nun hat Cerberus unseren Regierungssitz direkt angegriffen. Wenn eine kleine Terrororganisation die Citadel angreifen kann, gibt es da noch einen sicheren Ort? Cerberus hat begrenzte Ressourcen. Dieser Putschversuch war alles, was sie konnten. Und er hat sie viel Geld und Truppen gekostet. Angst ist verständlich, aber sie darf einen nicht lähmen. Ihre Misserfolge sind ebenso zahlreich wie ihre Erfolge. Aber die Menschheit hat ihren Ratsherrn verloren. Das Allianzparlament ist zerstört und der Premierminister ist tot. Es wird bald keine Nachfolger mehr geben. Wie lange kann Ihrer Meinung nach eine neue Allianzregierung halten? Es wird Anführer geben, keine Sorge. Unser Feind ruht nicht, solange noch ein Mensch am Leben ist. Bis dahin sind wir nicht besiegt. Jetzt hat jeder die Pflicht, sich zu erheben. Also gut. Und nun eine Frage von Tessia. Commander, während Ihres Tribunals hieß es, Sie hätten Verbindungen zu Cerberus. Danke für Ihre Zeit, Commander. Ich bin Diana Ellis für Battlespace. Gute Nacht und bleiben Sie stark. Vorsicht, Commander. Wenn das so weitergeht, folge ich Ihnen bis nach Hause. Das haben Sie doch bereits. Wie soll's weitergehen? Ich habe ein gutes Interview bekommen, Commander. Mehr brauche ich nicht. Heute. Die Kamera, wie sie mir noch so einen verächtlichen Blick hinterherwirft. Ach, James, doch, wir können ihn einladen, alles klar. James, ich hätte etwas Zeit, wenn Sie ein privates Gespräch wünschen. Bin unterwegs. Hey, wie geht's? Gut, James. Und Ihnen? Gut, gut. Wow. Darauf kann ich mich also freuen, wenn ich mal selbst ein Kommando habe. Sie wollen ein eigenes Schiff, Vega? Irgendwann mal vielleicht, wenn ich alt bin und nicht mehr kämpfen kann. Wollen Sie sich etwa über Ihren Commander lustig machen? Tut mir leid, Loco. Mir geht nur einiges im Kopf rum. Und dazu hätte ich gern Ihre Meinung gehört. Nur zu. Was haben Sie getan, als Sie zu N7 kommen sollten? Ich meine, war die Sache klar oder mussten Sie vorher darüber nachdenken? Das N7-Programm ist eine große Sache, aber auch eine große Verpflichtung. So sagt man. Sie kriegen die beste Ausbildung, die beste Ausrüstung, die besten Aufträge. Und wollen dafür die beste Leistung? Natürlich. Warum fragen Sie? Naja, trotz der Scheiße, die gerade abläuft, hat jemand mich ausfindig gemacht und eine Empfehlung für N7 eingereicht. Datiert am Tag des Reaper-Angriffs auf die Erde. Sie klingen nicht sehr begeistert. Naja, abgesehen davon, dass es bei einer Niederlage kein N7-Programm mehr gibt. Das Einzige, was ich je gut konnte, war Soldat zu sein. Und ich habe mich nicht angestrengt. Ich hätte mich vor Jahren selbst rausgeworfen. Bei meinem letzten Kommando sind fast alle draufgegangen. Und ich wurde befördert. Ich bin nicht sicher, ob ich wieder ein Kommando übernehmen will. Mit der ganzen Verantwortung. Sie erwähnten das bereits. Was ging denn schief? Was ging nicht schief? Wir waren auf Patrouille und haben seltsame Werte überprüft, als die Kollektoren kamen. Zuerst griffen sie die Kolonie an. Als wir ankamen, waren die meisten Kolonisten unterworfen oder verschleppt. Darunter auch unser Vorgesetzter Captain Tony. Somit hatten sie das Kommando. Ja. Wir warteten auf eine Chance zum Angriff. Aber einer der Kolonisten war ein Cerberus-Spion, der für die Kollektoren arbeitete. Er verriet uns alle. Am Ende hatte ich keine Wahl. Der Spion hatte Daten über die Kollektoren, die wir brauchten. Also tötete ich ihn, nahm die Daten und zerstörte das Kollektorenschiff. Und damit auch die meisten Kolonisten. Und meine Männer. Bis auf einen. Sie tragen keine Schuld an der Ausgangslage. Und wenn Sie dafür befördert wurden, müssen Sie irgendwas richtig gemacht haben. Schon, aber... Wenn Sie alle gerettet hätten, wäre es dann besser geworden? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Der richtige Entschluss ist selten der leichte. Ja. Wussten Sie das schon, bevor Sie zu N7 gingen? Ja, darum wurde ich gefragt.
Und darum wurden Sie gefragt. Es gibt keinen einzigen N7, der nicht irgendwann entweder sich selbst oder seine Soldaten opfern muss. Sollte ich also annehmen? Wenn wir das hier überleben, ist die Sache klar. Sie sind ein verdammt guter Soldat, Vega. Verspielen Sie diese Chance nicht. Ich denke darüber nach. Wirklich. Und falls möglich, erzählen Sie bitte sonst niemandem davon. Natürlich nicht. Gracias. Dann gehe ich mal wieder zurück an den Hangar. Das ist mir hier alles zu weich. Das Bett ist viel härter, als es zuerst aussieht. Das glaube ich gern. Nochmals danke, Loco. Gerne doch. De nada. Hab gerne geholfen. Junge, ich glaube, du hast dich ein bisschen verschwommen. Findet Dory! Findet Dory! Dory ist weg! Wo ist sie? Sie ist draußen! Du hast dich verfahren, Junge! Du, ja, genau, jetzt! Warte, du bist wieder auf dem richtigen Weg! Komm rein! Ja, du schaffst das! Komm! Jawoll! Meine Welt ist wieder im Reinen! Aber dafür haut der Nächste ab! Was ist das für ein Kram? What the fuck? Alter, Schwebefische! Alter, ich wusste, dass die Zukunft abgefuckt ist, aber so krank? Alter, Fische, die durch die Luft fliegen können und sich durch festes Glas bewegen? What the fuck? Nein, Alter, ich hau ab. Schnell weg hier. Schnell weg aufs Maschinendeck. Oh mein Gott. Was sind das für kranke Fische? Komm, Adam, sag mir, dass wir das haben, was wir brauchen. Danke, Commander. Das GX-12 Thermorohr ist eingetroffen. Wir nehmen gerade die Modifikationen vor. Wie ist das nochmal passiert, dass ich hier freiwillig durch die Schächte krieche? Sie sind für die Energieversorgung zuständig, nicht ich. Verdammt heiß hier drin. Hey, hat Adams nicht gesagt, dass die ganze Normandie Edi ist? Kenneth, hören Sie sofort auf. Sagen Sie es bloß nicht, Joker. Der wird sonst eifersüchtig. Tja, verdammt heiß da drin und eng. Da kommt er bestimmt so ein bisschen ins Schwitzen. Dann wird's auch noch feucht. Eieiei. Ich geh mal kurz bei Joker petzen. Sekunde. Hey, Joker, weißt du was? Donnelly, ey, der kriecht gerade durch Edi. Der ist da voll drin gerade. Voll tief. Die Turianer werden es schaffen. Sie sind Pfund für Pfund die beste Streitmacht der Galaxie. Pfund für Pfund ist irrelevant angesichts der insgesamt deutlich höheren Masse der Reaper-Streitkräfte. Deshalb bringen wir ja auch die Kroganer ins Spiel. Edi, da brauchst du gar nicht so die Beine überschlagen. Wir wissen genau, was in dir vorgeht. Gerade in diesem Moment, Donnelly, du genießt es doch, oder? Hallo, Shepard. Woran denken Sie, Edi? An Donnelly. An die Zerstörung des Reapers auf Tuchanka. Eine technologisch überlegene Macht wird nur selten von der Unterlegenen vernichtet. Wir brauchen nur eine Knarre, die Dreschlunde verschießt. Das war ein Witz. Tut mir leid, Shepard. Ich war in Gedanken. Die Reaper sind gar nicht so großartig. Immerhin wurde der auf Tuchanka trotz aller Gegenwehr von einem Wurm erledigt. Darum habe ich über den Zeitraum nachgedacht, der mir bis zur Fehlfunktion bleibt. Sie sorgen sich um den Tod? Sozusagen. Mein Prozessor ist mit Berechnungen zum Kampf gegen die Reaper ausgelastet. Ich berechne Szenarien mit dem Rest der Crew. Darf ich noch eine Frage stellen, die Jeff verstört hat? Es geht wieder los. Welchen Sinn hat synthetisches Leben? Denselben wie organisches Leben. Wer einen freien Willen hat, bestimmt sein Schicksal. Aber der Sinn von organischem Leben besteht doch letztlich darin, Kopien seiner Gene in künftigen Generationen anzulegen. Bei mir ist das alles nicht so klar. Ich persönlich habe nur zwei andere erfolgreiche synthetische Lebensformen zum Vergleich. Geth und Reaper. Fortpflanzung ist nicht alles. Wir finden Sinn in unserer Arbeit, in guten Taten, in der Liebe. Verstehe. Ich werde Biografien studieren, um herauszufinden, ob berühmte Menschen diesem Ansatz wirklich gefolgt sind. Anscheinend war das wirklich bei vielen Menschen so. Das ging ja flott. Quantencomputer sind toll. Shepard, ich stelle meine Prozessleistung auf die von Ihnen genannten Ziele um. Pflicht, Altruismus, Liebe. Moment mal, Sie machen sich jetzt einfach so gut?
geht das denn? Es dauert eine Weile. Falls ich noch Fragen habe, komme ich wieder auf Sie zu. Besten Dank. War mir ein Vergnügen, meinem Schiff in der Identitätskrise zu helfen. Ein Proteaner also? Ein echter, lebendiger Proteaner? Hat Liara schon aufgehört rumzuhüpfen? Das konnte sie sich bestimmt nicht verkneifen. Ganz bestimmt nicht. Sie ist eher so ein bisschen enttäuscht, wie es den Anschein macht. Aber jetzt gehen wir zu Dock 42. Komm, jetzt kann mich niemand aufhalten. Dock 42. Der Sinn des Lebens. Und von allem überhaupt. So, wir speichern kurz eine Runde. Und docken an. Und zwar an Dock 42. Diesmal wirklich. Sind Sie Bray? Der große Commander Shepard. Und ich habe mein Autogrammbuch nicht dabei. Schon gut. Bringen Sie mich zu Arya. Folgen Sie mir. Und wo ist sie? Shepard? Arya, wie dramatisch. Es gibt im Purgatory zu viele Augen und Ohren. Es geht sicher um die Rückeroberung von Omega. Es geht um Ihren Krieg, Shepard. Wenn Cerberus die Terminus-Systeme kontrolliert, macht sie das mobiler. Seit der Eroberung von Omega verbreiten sie sich überall. Die Allianz weiß das bestimmt. Kommen Sie zum Punkt. Was wollen Sie? Sie verjagen. Ich habe eine Flotte von Söldnerschiffen. Wir fliegen hinter die feindlichen Linien und greifen an. Auf Omega ist es dann ein Bodenkrieg. Darum will ich Sie. Ich nehme nur die Besten. Der Anführer der Cerberus-Besatzung ist General Oleg Petrovsky. Er hat mich vertrieben. Kenne ich nicht. Er ist der Top-Militärstratege des Unbekannten und sein bestgehütetes Geheimnis. Aber eigentlich müssen Sie nur wissen, dass er ein skrupelloser Dreckskerl ist. Was wissen Sie über die Besatzung? Petrovskys Armee ist gewaltig. Und er hat Omega fest im Griff. Mehr Informationen gibt es nicht. Also improvisieren Sie. Aber nein. Manche Geheimnisse auf Omega kenne nur ich. Und das hilft uns weiter. Eines kann ich sagen. Petrovskys Invasion war präzise und gnadenlos. Er wird wohl nichts Halt machen. Kommt mir bekannt vor. Shepard, ich kenne meinen Ruf. Ich werde gehasst, weil ich mit eiserner Hand geherrscht habe. Aber die Leute waren frei. Ihr Leben gehörte ihnen. Das war mir wichtig. Dieser Mann hat das alles weggenommen. Und dafür bezahlt er. Wenn Omega wieder mir gehört, bekommen sie alles, was ich habe. Schiffe, Söldner, E-Zero. Für den Krieg. Wo ist der Haken? Ich habe etwas gegen den Umgang, den sie pflegen. Darum müssen sie die Normandy und ihre Crew zurücklassen. Meine Crew besteht aus Profis. Nun sagen wir, ich will sie für mich selbst. Bray gibt Ihnen die Koordinaten meiner Flotte. Und seien Sie bitte diskret, solange wir noch auf der Citadel sind. Die Flotte ist in diesem System versteckt. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie unterwegs sind. Arya und ich sehen Sie dann auf dem Flaggschiff. Ich bin gespannt, ob die Sache die Aufregung wert ist. Natürlich, natürlich, machen wir doch alles für euch. Schauen wir uns die Sache mal an. Da wäre Arias Flotte. Da wäre Dr. Bryson.
Das sind die zwei DLCs, die wir spielen können. Und was hätten wir außerhalb dieses Systems so? Da hätten wir turianische Überlebende. Mit den Quarianern reden. Noch kein Angriff auf andere Systeme. Zumindest keine wichtigen oder extrem wichtige. Azari-Kolonie. Ehemalige Wissenschaftler finden. Okay, wir haben einiges zu tun. Und das und noch viel mehr machen wir dann das nächste Mal bei Mass Effect 3. Das war Mass Effect 3 für dieses Mal. Ich bin Yezuanji. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, bleibt dran und haut rein. Ciao!